Genau. Herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Lebenszeugnisse. Der Historiker Wolfgang Benz lädt hier Personen ein, um mit ihnen über die jüngere deutsche Geschichte aus dem subjektiven Blickwinkel von Einzelschicksalen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass heute die Schriftstellerin Julia Frank zu Gast ist mit ihrem Buch Welten auseinander, ein Buch über so vieles, über Autofiktion, Sozialisation in der DDR, Entfremdung, das Schreiben selber und viel mehr. Damit ist von meiner Seite aus eigentlich schon alles gesagt. Wir warten jetzt noch den Jingle ab, dann legt das Podium los. Und ja, begrüßen wir das Podium bitte nochmal mit einem herzlichen Applaus. Vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich Ihnen. Sie glauben gar nicht, wie schwer es war, diese Dame hierher zu kriegen. Aber nicht, weil sie so zickig wäre und sich so lange gesträubt hat oder die Gage von Mal zu Mal höher in schwindelnde Höhen getrieben hat. Nein, also eher, manchmal sind es die Verlagsleute, über die dann so eine Einladung läuft, die die Sache dann kompliziert machen, als ich zu der Dame in ihrem Verlag dann sagte, das ist jetzt der letzte Versuch, hat es dann doch vollkommen reibungslos geklappt. Man muss Ihnen Julia Frank nicht vorstellen, weil Sie alle wissen, um wen es sich handelt. Man muss es aber trotzdem tun, um sich nicht der groben Unhöflichkeit schuldig zu machen. Also im Telegrammstil würde das dann ungefähr so lauten: 1970 in Ostberlin geboren, im zarten Alter von 8 Jahren, in die Bundesrepublik Deutschland über Westberlin-Marienfelde ausgewandert, zusammen mit Schwestern und der Mutter, und dann in Schleswig-Holstein am Nordostseekanal unweit Rendsburg eine chaotische oder eine Kindheit im Chaos erlebt. 13-jährig übersiedelt sie nun allein und auf sich gestellt nach West-Berlin und lebt von der Stütze, von Putzen, von allen möglichen, notwendigen, aber missbezahlten Berufen, holt dann das Abitur nach, denn die Waldorfschule, die sie besucht haben, war wohl nicht so erfolgreich und zielführend. Jedenfalls 1991 macht sie in West-Berlin das richtige, ordentliche Abitur, beginnt mit einem Jurastudium. Wie viele kluge Menschen lässt sie das dann aber nach einiger Zeit bleiben und wendet sich den wirklichen, wichtigen Dingen zu. Also sie studiert an der Freien Universität Altamerikanistik, Philosophie und neuere Literaturwissenschaft. Aber warum Altamerikanistik? Liebe Frau Frank, was ist das überhaupt? Das wollte ich auch rausfinden. Und ich hatte in dem Jahr vorher, als ich für wenige Monate in San Francisco war, Lévi-Strauss gelesen, Traurige Tropen. Und dann bin ich in einem Buchladen im Mission District dem Popol Vuh begegnet, dem Schöpfungsmythos der Maya-Nachfahren, wie er überliefert worden ist und auch natürlich in lateinischer Schrift zunächst von den
Kolonialherrn festgehalten wurde und der sehr sonderbare Ähnlichkeiten zur christlichen Schöpfungsgeschichte aufweist. Und dann fing ich an, mich für die Menschen zu interessieren, die in Amerika vor der Besiedlung durch die Spanier und die Engländer und die anderen Kolonialherren gelebt haben und zum Teil ja bis heute auch noch zumindest in manchen Regionen Sprachen sprechen, die nur von einer ganz kleinen Population gesprochen wird und zu der es keine Literatur gibt. Jetzt fangen Sie nicht an zu weinen. Ich musste Ihnen versprechen, ich lasse es nicht zu lang werden. Aber ich fing an, mich ungeheuer für die Anthropologie, die Soziologie, die Linguistik, die Literatur zu interessieren und gelangte dann am Lateinamerika-Institut hier in Berlin an Viktor Farias, der flugs versuchte, mich in studentische Übersetzungsarbeiten hineinzuziehen. Und damit gelangte ich mehr und mehr eigentlich in die Literatur wieder. Wie viele altamerikanische Sprachen sprechen Sie denn? Oder schreiben Sie oder verstehen Sie? Ich schreibe keine einzige natürlich, ich verstehe auch keine. Aber ich habe das Glück gehabt, an der FU Quechua, Nahua und Guarani zumindest in einzelnen Semestern lernen zu dürfen. Es geht ja eher um das exemplarische Ahnen der Unterschiedlichkeit, wie Sprache funktioniert, aufgebaut ist und wie Sprache natürlich auch Denken reflektiert. Haben Sie da schon die Absicht gehabt, Schriftstellerin zu werden? Oder war das noch offen, ob Sie vielleicht das auch jetzt als Wissenschaftlerin betreiben werden? Ich glaube, die Neugier in mir hat, wenn ich an Berufe dachte, eher vermutet, dass es in eine Richtung Journalismus gehen könnte, weil man im Journalismus das Erforschte und Forschen schön teilen kann. Das Vorhaben, Schriftstellerin zu werden, hatte ich in meiner Jugend oder in jüngeren Jahren nicht gehabt. Dafür war ich zu schüchtern und zu verschämt darüber, dass ich schrieb. Ich schrieb ja immer als Kind schon und machte auch literarische Versuche, aber die glückten mir meistens nicht, wie ich fand. Und deshalb traute ich mich nicht, darüber nachzudenken, dass es auch ein Beruf sein könnte eines Tages. Ausgerechnet mit dem Titel, ich muss näher ans Mikrofon, bläut man mir immer wieder ein. Ausgerechnet mit dem Titel Bauchlandung brechen Sie dann in Klagenfurt 2000 in die Öffentlichkeit. Nimmt man Sie wahr beim Bachmann-Wettbewerb mit und Sie bekommen den Dreisat. Den Dreisat-Preis. Jetzt sind Sie eine gemachte Frau. Und belohnen das 2007 mit dem Titel Die Mittagsfrau, bekommen dafür den Deutschen Buchpreis. Jetzt ist sie berühmt. Widerspruchslos muss das hingenommen werden. Dann hagelt es. Preise, Stipendien, Aufenthalt in der Villa Massimo. Und das jüngste Buch, das uns heute zusammengeführt hat, Welten auseinander. Im vorigen Jahr erschienen die Geschichte einer Kindheit im Chaos, eine betörende Liebesgeschichte außerdem und das Porträt einer überwältigenden Frau, der Großmutter, die Bildhauerin ist, glühende Kommunistin, vorübergehend auch, das ist ja kein Widerspruch, für die Stasi tätig. In weiteren Rollen die Mutter, die Zwillingsschwester und andere. Ihre Mutter, Anna Frank, war Schauspielerin, der Vater Regisseur.
dass Sie mächtigen Erfolg haben. Das ist das eine. Dass Sie eine Berlinerin ohne Kiezbewusstsein sind, das ist das erstaunlich andere. Denn Sie leben also so in der Regel, Sie haben es irgendwo mal dann auch gesagt, so 2 bis 3 Jahre irgendwo in Berlin. Als ich aus fernen Landen nach Berlin kam, habe ich eines sofort gelernt. Man ist Neuköllner oder Buckower oder Altmariendorfer oder Schöneberger. Von der Wiege bis zur Bahre. Daran wird überhaupt nicht gerüttelt. Die anderen, die dann auch mal umziehen und auch eine andere Gegend bewohnen, das sind irgendwie fremde Kosmopoliten, die aber vielleicht ganz gut dazugehören. Würden Sie das so ungefähr akzeptieren als Teilbeschreibung? Ja, ich muss gestehen, ich bin ungeheuer dankbar dafür, wie sich die Stadt verändert hat in den letzten 30 Jahren und dass natürlich gerade durch und dank solcher Menschen wie Sie und anderer, die irgendwann eines Tages hierher gekommen sind, oft aus beruflichen oder aus anderen Gründen, hier geblieben sind und sich in welchem Kiez auch immer angesiedelt haben. Aber die Stadt ist dadurch ungeheuer lebendig geworden und vielseitig wieder. Für mich selbst spielte so ein Kiezbewusstsein nie eine Rolle, weil ich das gerade an Berlin sehr genieße, dass man zugleich vertraut ist mit seiner Umgebung. Also ich zumindest in fast jedem Stadtteil schon längere Zeit gelebt habe und dadurch die ganze Stadt sehr gut kenne, aber gleichzeitig die Stadt uns eine bestimmte Anonymität gewährt, die dazu führt, dass wir uns nicht morgens überlegen müssen, ob wir die Haare richtig gekämmt haben oder die Schuhe die richtigen sind. Also man kann zum nächsten Brötchen kaufen oder Freunde besuchen gehen, ohne sich welche Gedanken über Etiketten machen zu müssen. Das ist auch in anderen Großstädten deutlich anders. Und meine allererste Adresse, die im Impfbuch steht, war hier in der Auguststraße, nicht weit entfernt. Stand dann aber unter Wasser, diese Wohnung. Wegen eines Rohrbruchs konnte unsere Mutter nicht mit den neugeborenen Zwillingen dauerhaft in der Wohnung bleiben und musste dann vorübergehend zu ihrer Großmutter nach Pankow und dann in die Willi-Sänger-Straße nach Plenterwald, in den Plattenbau. Und schließlich bin ich auch hier in der Chausseestraße bei den Nachbarn von Biermann gelandet als Baby, weil die gute Frau Frost uns damals diese Zwillinge, mit denen niemand was anfangen konnte und die jeden, vor allem unsere Mutter, in ihrem Leben und in ihrer Berufsausübung wahnsinnig störten. Diese gute Frau Frost, die Nachbarin von Biermann, nahm uns sehr wohlwollend mit ihren 3 Töchtern zusammen auf. Vor uns hat schon Kathi Thalbach bei ihr 2 Jahre wohnen dürfen. Also Sie sind von allem Anfang an darauf trainiert worden, beweglich zu bleiben. Diese Reihe heißt ja Lebenszeugnisse und ist autobiografischer Darstellung oder erfahrener Lebensgeschichte gewidmet. Keineswegs besteht jetzt also die Absicht, Welten auseinander so zu traktieren, dass ich frage, wie haben Sie das denn gemeint und was soll denn das bedeuten und so. Nein, soll Anlass bieten zunächst zu einem Gespräch zwischen dem Historiker, der natürlich auf ganz andere Weise sich mit menschlichem Schicksal, mit Autobiografien im Laufe einer langen Berufstätigkeit beschäftigt hat, und einer Schriftstellerin, die das Abenteuer wagt,
aus Ihrem Leben, Ihr Leben in die Literatur einzubringen. Ich habe versucht, eine kleine Typologie von autobiografischen Schriften zu entwickeln, und Sie sollen dazu Stellung nehmen. Erstens, ein Motiv, eine Autobiografie zu schreiben, auf sich aufmerksam machen nach eingetretenem beruflichem Erfolg. Das gilt zweitens insbesondere natürlich für Politiker-Memoiren. Da ist beabsichtigt, die Selbstdarstellung für die Ewigkeit, die richtige Position in der Geschichte bestimmt man am besten selber, überlässt das nicht den Historikern oder Hagiographen. Deshalb wird in keiner Textsorte so ungeniert, aber auch unbeholfen gelogen wie in der Politiker-Autobiografie. Drittens, ganz schwierig, das Zeugenschrifttum. Also die autobiografischen Aufzeichnungen von Holocaust-Überlebenden, die sind insbesondere von der Mission getragen, von der Katastrophe der Judenheit zu berichten, mit dem Anspruch, allein die böse Wahrheit zu kennen und verbreiten zu müssen. Also das ist ein Auftrag, den man spürt, vor dem man sich in Ehrfurcht verneigt, auch wenn das Ergebnis manchmal, Sie werden das einem uralten Historiker, der sich viel damit beschäftigt hat, nachsehen, das Ergebnis schrecklich ist. In literarischer Form, wie auch was jetzt die Wahrhaftigkeit des Dargestellten angeht. Das darf man eigentlich nicht sagen, denn es handelt sich um eine heilige Textsorte, und das Geheule Land auf Land ab, was wird sein, wenn es die Zeitzeugen nicht mehr gibt. Das haben Sie alles in den Ohren. Also eine sehr schwierige Textsorte, wo es vor allem auf die inhaltliche Überlieferung ankommt, nicht auf den literarischen Schmuck. Viertens, die Abrechnungsliteratur. Die Abrechnung mit dem Nazi-Vater, der Nazi-Mutter, im Ton der Anklage, der Schmähung, wenn der Vater ein besonders bösartiger, prominenter Nazi und der Sohn besonders beschädigt dadurch ist. Sie wissen, ahnen alle, um wen es sich handelt. Er saß auch schon hier. Wir haben uns überraschend gut, trotzdem überraschend gut verstanden, auch wenn ich diese Sorte Literatur ganz schrecklich finde. Es gibt fünftens das Betroffenheitsbuch, das Ego-Dokument, die Suche nach dem verlorenen oder nie gehabten Vater. Und es gibt schließlich sechstens, vielleicht ist meine Aufzählung in der Eile entstanden, auch nicht vollständig, die Psychotherapie im Selbstversuch durchschreiben. Können Sie noch was hinzufügen? Oder, ja, oder? Jetzt füge ich etwas hinzu. Siebtens, Goethes Werther. Achtens, Kötzis Trilogie über seine Kindheit. Neuntens, Hankes Kindergeschichte und wunschloses Unglück. Zehntens, Marguerite Duras, der Liebhaber. Elftens, Marguerite Duras, der Schmerz. Zwölftens, Kafkas Verwandlung. Dreizehntens, höre ich mit einem Gegenwartsautor aus, Edouard Louis. Und dazwischen gibt es viele, viele andere. Literatur, würde ich sagen, ist oft noch eine weitere Form, die vielleicht auch Anleihen
oder den Verdacht der von Ihnen genannten Symptomatik aufgreift, in sich enthält, manchmal auch vollständig erfüllt. Aber Literatur untersucht, glaube ich, den subjektiven Wahrheitsgehalt, wie er durch das Schreiben erinnerbar wird. Und erinnerbar heißt natürlich, dazu gehört ja eine Form der Reaktivierung von Gedächtnis oder der Vitalität des Gedächtnisses sowie die Infragestellung des eigenen Gedächtnisses und sei es anhand von Dokumenten, von Schriftstücken, die diesem Gedächtnis zu widersprechen oder es zu ergänzen scheinen. Und das ist, finde ich, zumindest eine spannende Form, um Geschichtsbildung zu erforschen. Also wenn man jetzt die Wissenschaft der Geschichte, ihre Zunft als die wissenschaftliche Erforschung von Geschichte, vom Menschensein oder von Gesellschaften betrachtet, dann ist die literarische Forschung die künstlerische, nicht die wissenschaftliche, sondern eine künstlerische Forschung, die trotzdem auch in den Kern unserer Geschichten führt. Also niemals mit dem Anspruch, eine ganz objektive, gesellschaftsallgemeingültige Wahrheit und Geschichte zu schreiben, sondern immer mit dem Anspruch, die ganz individuelle oder den individuellen Blickwinkel zu verfolgen. Diesen Anspruch habe ich ja als Historiker auch. Sowohl also die Individualität der zum Siege zu verhelfen und so ein bisschen künstlerischen Ehrgeiz sollte man auch als Historiker haben und nicht nur ja und nein oder nicht oder Akten kilometerweise Akten zitieren. Also vielleicht sind wir nicht so weit auseinander mit dem Anspruch, etwas von allgemeiner Gültigkeit darzustellen, exemplarisch zu sein. Ich denke, das macht ja die Lebensbeschreibung, die im Buch konservierte Erfahrung oder die Summe von Erfahrungen auf. Mhm. Ob das... Klar, der Historiker hat immer den Anspruch, das ist richtig. Das ist richtig und gültig, was ich geschrieben habe. Man kann das gar nicht anders sagen. Die Literatin, der Literat, hat ein paar mehr Möglichkeiten. Der Kater hat immer den Ausweg zu sagen, na ja, das ist ja auch Fiktion. Also ich kann, literarisch kann ich es auf eine höhere Ebene transferieren, was der Historiker nicht darf. Ja, und ich glaube, es kommen auch formale Dinge hinzu. Also in der Weise, in der ich beispielsweise in so einem Buch sehr motivisch vorgehe, eine ganz motivische Dramaturgie entwickle, stelle ich mich nicht der Erwartung und auch der Geflogenheit der Wissenschaft an die Seite, die empirisch vorgehen möchte und Daten natürlich und Ereignisse chronologisch in einer chronologischen Konsequenz aufbereiten will. Das habe ich tatsächlich ja von vornherein in dieser Dramaturgie abgelehnt, indem ich springe und tatsächlich vor allem motivisch vorgehe, ein motivisches Prinzip habe. Und ich glaube, in dieser Form unterscheiden sich Wissenschaftsgeschichte, Geschichtswissenschaft und Literatur auch stark.
in der Form der Aufarbeitung oder der Darbietung. Obwohl ich Ihnen natürlich recht gebe, auch die Wissenschaft ist vollkommen individuell und muss auch kreativ sein. Sonst könnte sie auch den Vorvätern ja nichts Neues hinzufügen. Sie haben einen anderen Blick heute als ihre Doktorväter. Was halten Sie von folgender Aussage? Autobiografisches Schreiben, das fand ich abwegig. Steht hinten auf dem Buchumschlag. Ja, es ging mir auch sehr, sehr lange so. Und es gefällt mir auch immer noch nicht zu sagen, es ist ein autobiografisches Buch. Ganz merkwürdig. Ja, völlig zu Recht. Also da würde ich Sie also auch... Ich würde ja ich unterschreibe diesen Satz vollkommen und ganz. Ich käme auch nie auf die Idee, etwas Autobiografisches in Angriff zu nehmen. Also, keineswegs. In einem Interview haben Sie gesagt, Schreiben ist das Instrument, um die Scham zu überwinden. Wir haben in der Frankfurter Rundschau. Ja. Und ich würde es noch ergänzen, es ist, man überwindet sie natürlich nicht wirklich, sondern man wird sich vielleicht... Ja, und ich würde vorher auch noch fragen, worüber muss sich ein Mensch schämen? Ach so, ein Mensch muss sich nicht schämen, aber... Er schämt sich trotzdem. Ich schäme mich trotzdem, und zwar unwillkürlich. Und die unwillkürliche Scham ist natürlich besonders unangenehm, weil sie ihren Quell und ihren Ort ständig verändert. Also wenn ich zum Beispiel in diesem Interview vielleicht gesagt habe, behauptet habe, gehofft habe, man könnte mit dem Schreiben Scham überwinden, dann gilt das natürlich nur insoweit, als dass Dinge, die man zuvor lieber beschwiegen hat und über die man nicht sprechen oder für die man nicht die richtige Sprache gefunden hat, diese Dinge in Sprache fasst und im Augenblick des Schreibens eine Form für sie findet. Damit muss die Scham, die man empfindet, nicht überwunden sein. Und mehr noch, sie kann dann einfach ihren Ort gewechselt haben und man schämt sich für etwas Neues, für etwas anderes. Aber die Scham ist tatsächlich ein ganz wichtiges Motiv auch in diesem Buch, weil Scham zu Sprachlosigkeit führt und dazu, dass wir Dinge nicht erzählen, über Dinge nicht sprechen. Ich hatte das damals auch im Umfeld der Mittagsfrau, als ich für die Mittagsfrau recherchierte. Abgesehen von familiengeschichtlichen Dingen und Fiktionen, die da mit hineinspielten, las ich viel in diesen Zeitzeugenberichten, die Theodor Schieder gesammelt hatte, in der Nachkriegszeit, und an diesen Zeitzeugenberichten fiel mir etwas... Über Flucht und Vertreibung. Genau. Das ist so eine mehrbändige Ausgabe. Und in diesen Zeitzeugenberichten fiel mir etwas auf, das mir später auch wieder begegnete in ähnlichen gesammelten Zeitzeugenberichten der Diakonie oder heute von Amnesty International. Es fällt Menschen, die bestimmte Dinge erfahren, erlitten haben, ungeheuer schwer, von sich selbst in der ersten Person darüber zu erzählen. Und wenn sie erzählen, erzählen sie oft in der dritten Person. Es ist dann der Schwester oder der Mutter widerfahren oder dem Vater. Und diese Sprachlosigkeit, das Schweigen, das von der Scham ausgelöst und weiter im Generationentransfer übermittelt wird, ist natürlich ein ganz wichtiger Anreiz für die Literatur, dorthin zu gehen und dorthin zu sehen und dorthin zu schreiben. Ich bin geneigt, die Waffen vollkommen, als Historiker, vollkommen zu strecken und zu sagen, jawohl,
das könnt ihr Literaten besser. Das ist bei euch besser, das Thema ist bei euch besser aufgehoben als bei uns mit unserem Drang zur Genauigkeit, zur Vollständigkeit, mit dem Erbarmungslosen. Das muss aber auch noch gesagt werden und das muss noch annotiert werden. Die Literatur hat ja die ungeheuer wirkliche und notwendige Möglichkeit zu raffen und zu auszuwählen. Wir sitzen wahrscheinlich um Mitternacht noch da, wenn wir uns so gründlich austauschen, und es macht mir viel Freude. Aber ich muss das jetzt, glaube ich, meinen Erkundungsdrang ein wenig einbremsen. Ich verzichte jetzt also auf die Frage, warum steht da nirgendwo Roman auf Ihrem Buch, obwohl es doch eigentlich die klassische Form der literarischen Darstellung verkörpert. Dafür steht dann Roman auf allen möglichen, sowohl literarisch als auch inhaltlich vollkommen unzulänglichen anderen Sachen drauf. Ja, es ist ja ein Etikett, eine Gattungsbeschreibung, die, wenn der Verlag sich dringend hätte durchsetzen wollen, hätten sie es sicherlich raufschreiben können. Ich fand es nicht richtig, dass Roman draufsteht, weil für mich Roman eine andere Form der Entwicklung der Figuren bedeutet. Und da wäre es vielleicht, wäre ich auch mit der Figurenentwicklung nicht ganz einverstanden gewesen bei diesem Buch. Also für einen Roman, glaube ich, hätte es eine andere Dramaturgie, auch tatsächlich eine Figurendramaturgie, gebraucht. Aber man kann es auch Roman nennen. Also, mein Gott. Ich nehme an, dass 90% der Leser das Buch als einen Roman wahrnehmen. Und es wurde auch viel von Rezensenten, wurde immer wieder vom Roman geschrieben. Und ich bin da jetzt nicht besserwisserisch und widerspreche sofort und sage, nein, das ist doch ja, aber kein... Es ist aber jedenfalls sehr sympathisch, ja. Wenn Sie dieses Etikett verweigern, während unendlich viele mit Produkten, die dieses Etikett nun wirklich nicht verdienen, danach gieren oder Verlage sich durchsetzen und auf jeden Prosatext, der länger ist als 85 Seiten, Roman draufschreiben. Noch eine ernsthafte Überlegung. Ich denke, wir sind uns ja so ziemlich einig. So diametral sind unsere Vorgehensweisen nicht, weil wir ja eine ähnliche oder die gleiche Absicht verfolgen. Aber wie steht es damit? Ich als Historiker bin davon überzeugt, dass man Distanz zu seinem Thema, zu seinem Stoff braucht. Wie sehen Sie das? Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ja. Und wie stellen Sie die Distanz her? Also in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich wusste, als ich vor vielleicht 3 Jahren mit der Arbeit an dem Buch begann, wusste, es ist jetzt ausreichend Zeit vergangen und ich bin im richtigen Maß gealtert mit meinen Erfahrungen. Und das, was ich an Gedächtnisforschung, an Erinnerungsschreibung hier versuche, werde das kann nur gelingen, weil die erzählte Zeit 1993 endet und damit ein für mich ganzes Erwachsenenleben dazwischen liegt und ich in dieser Zeit natürlich sehr viel umgewidmet
anders interpretiert, anders betrachtet, neu erinnert und auch anders für meine heutigen Verhältnisse erkennen konnte. Und die Zeit, die dazwischen lag, glaube ich, ungeheuer, auch die Lebenszeit, die dazwischen lag, ungeheuer wichtig war, um über diese Erfahrungen zu schreiben. Und jetzt? Und um auch eine Distanz zu diesem, zu dieser Ich-Erzählerin zu haben, die dort ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, ihre Empfindungen wiedergibt. Also auch diese Distanz ist ja ganz wichtig. Ich nenne sie in dem Buch auch immer wieder das Mädchen. Wenn ich von der 13-jährigen Tagebuchschreiberin spreche, dann schreibe ich von dem Mädchen und nicht in der Ich-Perspektive. Was auch deutlich macht, dass mir insbesondere auch dieses 13-jährige Mädchen heute auch ein ganzes Stück weit fremd und fast unbekannt war, als ich in einzelnen Tagebüchern wieder las. Ich hätte noch viele Fragen, aber jetzt rennt uns die Zeit davon und jetzt wollen wir doch von der Autorin, die, glaube ich, die richtige und die ideale Stimme dazu hat. Ich habe mir das schon vorgestellt, als ich sie auf meinem AB mehrfach die vergangene Woche gehört habe. Wir wollen also jetzt aus dem Buch gelesen kriegen, und zwar von der Autorin. Also, bis kurz zuvor hatte ich noch gezögert, womit ich anfange. Ich fange doch mit dem Anfang an und auch mit der Präambel, weil es eine ganz schöne Referenz zu der Geschichtswissenschaft und den gegenläufigen Gedächtnissen ist, diese kurze Präambel. Auch in meinem wirklichen Leben habe ich eine Mutter, 4 Schwestern und Freunde, die ich liebe. Auch in diesem wirklichen Leben habe ich nächste Menschen 4 zu früh an den Tod verloren und lebe dennoch bis ans Ende mit ihnen. Ich kannte sie, kenne sie und werde sie in Zukunft etwas anders kennen, weder sie noch ich selbst bleiben dieselben. Unsere Erfahrungen ändern uns und auch unser Verständnis. Oft liegen unsere Geschichten und unsere Sicht auf die Wirklichkeit Welten auseinander. Wir erinnern uns an Ereignisse und unsere nächsten Menschen vollkommen unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wir uns für uns selbst und voneinander träumen. Denken wir an unsere Großmutter, so kannten wir jeder eine andere, selbst wenn wir Söhne desselben Vaters waren und dessen Mutter dieselbe reale Person gewesen wäre. Daher wird sich keine reale Person in einer der Figuren dieses Buches wiedererkennen, unmöglich. Wir betrachten jeder die Welt aus unserer Perspektive. Wir kennen unsere Nächsten auf die uns ganz eigene Art. Wir wissen Dinge übereinander, die der andere häufig selbst von sich nicht weiß. Wer weiß schon, wie der andere einen sieht, hört und liest? Wir erkennen Zusammenhänge und verstehen einander, wie der andere es nicht vermag, wir irren dabei und ändern uns. Wir erzählen, wahren zugleich Geheimnisse und hören einander. Niemand gleicht sich mit einem anderen und gleicht seine Wirklichkeit mit der des anderen ab. So neugierig und gern wir einander begegnen, es ist gerade das andere und die Sicht des anderen, die uns fasziniert, die wir lieben und auch verachten mögen. Genau darin zeigt sich unsere Individualität. Die Fremde bin ich selbst. Wir sind im Werden. In den letzten Tagen war es noch kühl gewesen. Der Duft des Flieders liegt über dem Asphalt der Vorbergstraße, Apostel-Paulus-Kirche, Schwäbische, freihändig auf dem Rad, und die weißen Kastanien werfen ihre ersten Blütenblätter ab. Ich weiß es bis heute. Unzählige Details dieses Tages haben sich in meiner Erinnerung gebrannt. Das Datum sollte ich später in meinen Ring gravieren lassen. Den Ring hatte ich einige Jahre zuvor beim Putzen auf dem Boden gefunden. Er gehörte niemandem.
Die Leute, bei denen ich arbeitete, hatten mir gesagt, ich solle ihn behalten. Es war ein einfacher hellgoldener Ring, zu schmal für einen Ehering. Als Stefan mir im ersten Jahr unserer Liebe eines Abends den breiten, gelbgoldenen Ehering seiner verstorbenen Großmutter über den Finger schob, damit ich ihn auf unabsehbare Zeit trüge, nahm ich meinen Findling vom Finger und gab ihm diesen im Gegenzug. So trugen wir jeder den Ring des anderen mit seiner jeweiligen Geschichte, wobei diejenige meines Rings noch unbekannt war. Das gezielte Vergessen ist uns nicht möglich, unseren Körpern so wenig wie unseren Seelen. Was wir nicht verstehen, fesselt uns. Auf dem Rücken liegen wir so, im Sand, das Rauschen des Meeres, im Ohr und auf der Haut. In unseren Knochen, an unseren Membranen betrachten wir die Sterne über uns, um uns das schwarze All, aus dessen Weite uns ihr altes Licht erreicht. Wenn in dieser Nacht seine Wellen auf unsere Netzhaut treffen, wir das Funkeln und Flimmern und Flackern sehen, uns beglücken lassen, wissen wir bloß, dass manch einer der Sterne längst erloschen ist. Mit Stefan liege ich so, auf dem Sand an der ligurischen Küste und auf den Felsen, über dem Meer, am Haus seiner verstorbenen Großeltern. Wir liegen so nebeneinander auf den schwarz-weißen Steinen der Ostsee, den Feuersteinen und im Gras der Mecklenburgischen Seenplatte. Zusammen staunen wir über die Schönheit der Welt. Wir strecken uns, träumen einander zu, entfalten fantastische Geschichten, stellen uns die einfachen Fragen unserer Herkunft und erzählen davon, tauschen uns aus, widersprechen, lachen, berühren uns. Bald interessieren uns mehr die philosophischen Fragen nach Leben und Tod, das Erweitern von Wahrnehmung und Bewusstsein, woher und wohin, nächtelang. Wir genießen die Erregung aus Neugier und Empfinden der Unermesslichkeit. Denke ich daran, ist es Gegenwart. Er war schmal. Das kastanienbraune Haar schimmerte in Wellen, ein knabenhafter Junge mit einer tiefen und warmen Stimme. Seine Haut war gezeichnet. Auf dem Bauch trug er mehrere Narben, zwei von fast 20 Zentimetern Länge und kleinere. Es hatte vor unserer gemeinsamen Zeit eine Notoperation geben müssen. Er kannte Schmerz und Narkose. Zu seinem 19. Geburtstag schenkte ich Stefan Faulkners wilde Palmen mit der Widmung aus Freude über einen kurzen Augenblick. Er sagte mir Monate später, er glaube, er werde nicht sehr alt. Stefan hatte mich am Vormittag des sonnigen Maitages angerufen. Er wollte mich später treffen, unbedingt. Er schraubte an seinem neuen Fahrrad. Als Linkshänder wollte er die Bremsen von Vorder- und Hinterrad vertauschen. Ich weiß noch, wo ich während dieses Gesprächs in meiner Wohnung in der Schöneberger Hauptstraße stand. Sobald das Telefon klingelte, musste ich das Fenster schließen, weil der von unten dröhnende Verkehr zu laut war. Wie mein Blick auf die Bücher fiel, ein altes hölzernes Postregal mit hohen Fächern, in dem ich die halbe Bibliothek meines Vaters mit Baudelaire und Stendhal, Sartre und Camus untergebracht hatte. Daneben standen die Ordner mit Sozialhilfeanträgen, Halbwaisenrentenanträgen, Kleideranträgen, der Sterbeurkunde meines Vaters, einem Antrag auf Wiederaufnahme in das Schulsystem nach den fast 2 Jahren meiner Abwesenheit. 87, 88, Praktikumsbescheinigungen, Steuerkarten und Honorarblätter aus dem Restaurant, in dem ich 2, 3 Jahre gekellnert hatte, mein Abizeugnis, die ersten Artikel für den Tagesspiegel. Das Regal gehörte zum Inventar der Wohnung und wie Waschmaschine, Schleuder und Kühlschrank dem Hauptmieter, der 4 Jahre zuvor mein Liebhaber und damals doppelt so alt gewesen war wie ich. Auf der Mondkarte, über der Matratze, stand ein Streifen Sonnenlicht. Es war ein Wendeplakat. An jenem 12. Mai 1992 hing die Rückseite des Mondes aus. Die Matratze hatte ich mitgebracht, ebenso den alten Stutzflügel. Auf alten Schreibmaschinen hatte ich blind und mit 10 Fingern schreiben gelernt. Die Buchstaben liegen unter den Fingerkuppen wie die Töne unter der Klaviatur. Der Monitor stand auf der Glasplatte mit 2 Böcken. Der Rechner darunter, an dem Glastisch machte ich alles,
Ich arbeitete, aß, küsste und prüfte Negative. Das große Schachbrett lehnte an der Wand, neben dem Regal, rechts vom Erker, zog sich vom Boden bis zur Decke, der Länge nach ein Riss über die Wand. Einmal putzte ich die Fenster und wusch außen am Glas dicken schwarzen Ruß ab. Es war ein Haus, dessen Wände zitterten, wenn Lastwagen und Busse die ansteigende Hauptstraße unter dem Fenster hinauffuhren. Die Scheiben klirrten, der Parkettboden des trapezförmigen Raumes vibrierte. Lag man dort auf der Matratze, spürte man die schweren Fahrzeuge im Körper. Ich staunte, dass Stefan allein die Bremsen vertauschen wollte. Es sei nicht schwer, versicherte er mir. Ich erinnerte mich, er hatte mit 13 oder 14 die langen Nachmittage der frühen Jugend auf den Plätzen und in der Unterführung vom ICC mit anderen Jungs und ihren BMX-Rädern verbracht. Ich hörte die Dringlichkeit in seinem Wunsch, dass wir uns treffen. Zu der Zeit stand ich am Anfang eines Jurastudiums und malte mir aus, eines Tages Anwältin für Greenpeace oder Amnesty International zu werden. Mit der kleinen alten Minox, die mir ein Freund geschenkt hatte, fotografierte ich ausschließlich schwarz-weiß Menschen. Mein liebstes Motiv war Stefan, mein Blick auf ihm, er im Ausschnitt meiner Linse. Er kommt eine Treppe herauf und entdeckt mich mit dem Fotoapparat über sich. Sein Blick in meine Kamera, wir sehen uns an. Er liegt auf einer Holzbank, seine Narben. Er sitzt in Jeans auf einer Steinmauer, den Rücken zu mir, sein Haar im Nacken. Fotografieren war teuer, die Filme, das Papier, die Chemikalien. Die Negative ließ sich meist im Laden entwickeln. Die Abzüge machte ich von Hand in einer provisorisch aufgebauten Dunkelkammer im fensterlosen winzigen Bad. Auch den alten Vergrößerer hatte mir der Hauptmieter in seiner Wohnung gelassen. Er stand oben auf dem Postregal und ragte wie ein Gerippe unter die 4,30 Meter hohe Decke. Ich sagte Stefan, dass ich am Abend noch in die Uni wolle. Mein Studium sollte an diesem Tag warten können. Zur Vorlesung würde ich es bestimmt noch schaffen. Ich wusste von Stefans Schwanken, seinen Zweifeln und Unwägbarkeiten der letzten Monate, wenn auch nicht alles. Zwei Tage zuvor noch hatten wir bei unserer Begegnung in seiner frisch bezogenen ersten eigenen Wohnung Stunden gesprochen. Die Sonne blendete ihn. Es ging ihm nicht gut. Er wollte seine Eltern nicht enttäuschen, mich nicht, seine Freunde nicht. Er brauchte Zeit und Raum für seine Entwicklung. Wie wir laut dachten, miteinander und entgegen seine klugen Sätze. Er wollte sich selbst nicht täuschen. Wir verbrachten Tag und Nacht zusammen, seinen Rücken, sein Haar, seine Haut. Mit Tränen in den Augen deutete er mir an, dass es Dinge gebe, über die er weder mit mir noch mit seinen Eltern, seiner Schwester oder irgendeinem Freund sprechen könnte. Seine Wahrheit. Es tat mir weh, ihn einsam in seiner Not zu sehen. Wir umarmten uns, wir sprachen mit Liebe. Ich sehe seine braunen Augen und die schwarzen, nassen Wimpern. Unsere Gesichter liegen aneinander und das Flattern der Lider berührt den anderen, Schmetterlinge. Sein seidenweiches, braunes Haar, meine Hand an seinem Haar, sein vertrauter Geruch. Wahrheit ist relativ und die Unendlichkeit bildet sich in jedem einzelnen Punkt ab. Schönheit der Zellen, Mikroorganismen, Kosmos. Es gibt Dinge, die kann und möchte man nicht mit seinem liebsten Menschen teilen aus Liebe. Das wusste ich. Ihr das Buch ganz am Ende mit diesem Tag, auch diesem 12. Mai mehr oder weniger enden wird, erzähle ich in vielen Rückblicken diesem Gegenüber des Textes, dem geliebten Stefan, erzähle ihm und mir und dem Leser von der Herkunft dieser jungen Frau und ich springe jetzt motivisch und auch im Text zu einer Passage, die 1986 etwa sich zuträgt.
wie sämtliche ihrer Kinder, haben auch manche Enkelinnen und immer wieder ich als Jugendliche meiner Großmutter in ihrem Atelier Modell stehen sollen. Akt, wenn sie an ihren großen Sandstein weiterarbeiten wollte und keines der bezahlten Modelle gekommen war. Nicht nur in den Schulferien, auch an manchen Wochenenden fuhr ich mit einem Visum von West-Berlin aus nach Ransdorf. Inges politischer Furor war mir schon als Kind unheimlich gewesen. Meine Sprache ist Deutsch, ohne eigenes Verschulden wurde ich im 20. Jahrhundert auf dem nordöstlichen Sand Europas geboren. Und doch empfinde ich keine patriotische Beziehung zu diesem Land und dem Staat, den Grenzen, in die ich geboren wurde, so wenig wie zur weit verstreuten Familie in ihren widersprüchlichsten Überzeugungen und Kulturen. Wer wird schon mit einer Identität geboren? Erwachsen wir in die Gesellschaft und Verantwortung hinein. Wer könnte seine Identität selbst bestimmen? Vielleicht bin ich Aussiedlerin geblieben. Rührte Inges Stolz und ihr politischer Grimm aus ihrer Herkunft, Professorentochter, Enkelin eines seinerzeit berühmten Malers, hatte ihr familiärer Hoffnungshorizont, wie auch die erfahrene Diskriminierung als Frau, Künstlerin, Jüdin in Deutschland sie geweckt? War ihr Furor Widerstandslust, Schamvermeidung? Wer außer ihr selbst und der Stasi wusste, dass sie in den späten 50er Jahren Mitarbeiterin gewesen war, ehe sie sich nach dem frühen Tod ihres Sohnes Anfang der 60er in den Augen der Stasi als unzuverlässig erwies, dekonspirierte und zunehmend als Gefahr erschien. Während der folgenden Jahre organisierte sie in ihrem Ransdorfer Haus Zusammenkünfte von Havemann, Biermann, jungen Studenten und ihren aus Amerika und Westdeutschland eintreffenden Brüdern, Freunden und auch den 1968 aus West-Berlin anreisenden Kunzelmann, Teufel, Langhans, Dutschke und vielen anderen. In Inges Atelier war mir kalt. Ich erinnere mich an die großen Brüste und das buschige Schamhaar ihrer erwachsenen Modelle, das andere Geschlecht, wie es aus den Haarbüscheln hing, die Wirbelsäule, die man im Rücken der anderen sehen konnte, die unterschiedlichen Po-Formen, die Muskulatur der männlichen Rücken und Arme. Im Atelier hörte sie meist Radio. Sie liebte Streichmusik, besonders Vivaldi. Auch sein Flötenkonzert ist mir aus ihrem Haus seit frühester Kindheit im Ohr. Wie sie durch ihre Schutzbrille den Stein, den funkensprühenden Meißel am Schleifstein und manchmal ihr Modell betrachtete. Sie schlug zu, stundenlang, Tage, Wochen. Ein Leben machte den Stein zu ihrem. Die steinernen Brocken bedeckten den Boden im Atelier, abends wurde gefegt, morgens begann die Arbeit. Ein Ausbund an Stärke und Vitalität war sie. Als Kind empfand ich sie als Inkarnation von Lebenstrotz, zweifellos Eigenschaften einer Überlebenden, die schlicht nie aufgeben und nie Opfer sein würde. Das einzige Wesen, an dem wir Kinder ihre zärtliche Seite beobachten konnten, war ihr großer Hund, der zwar nicht in ihrem Bett schlief, aber bei Tisch von ihrem Teller gefüttert und gestreichelt und mit Worten liebkost wurde. Ihre Stimme wurde zum Sopran, wenn sie ihrem Hund entgegensang. Früher hatte sie Rüden, Bunin und Paul, dann kamen die Hündinnen Paula und Laila. Mit ihren Hunden lief sie in Ransdorf jeden Tag, stundenlang im Wald und an den Mögelsee, an der Ostsee, wo sie seit den 50er Jahren in Anzob am hohen Ufer ein Häuschen hatte, spazierte sie Sommer und Winter am Strand entlang, hinüber zum Bodden, über den Darß und zurück zur Steilküste. Sie wusch sich und duschte sich kalt. Bis in die 80er Jahre hatte sie im Bad einen Badeofen, der im Winter geheizt wurde, falls jemand dringend heißes Wasser brauchte. Sie schwamm auch noch im November in der Ostsee, nackt. Das schien ihr seit ihrer Jugend in der Reformbewegung der 20er nur natürlich. Kaltes Wasser härtet ab. Stell dich nicht so an, Pimpernelle.
wenn unsere Zähne klapperten und die Lippen blau wurden, bewegen. Ihre Befehle und Anordnung, wer was wie in ihrem Haushalt erledigen sollte, klang wie die Weisung eines Bauern an seine Knechte. Sie hatte eine ungeheure Kraft. Einige ihrer Steine waren fast doppelt so hoch wie sie selbst. Dann stieg sie auf eine Leiter. Da sie so klein und ihr Busen gewaltig war, wirkten ihre muskulösen Arme und ihre kräftigen Hände geradezu kurz. Ihr Gefallen an langen, schönen Händen bei Männern, das ewige, unbewegte Stehen, gebeugt und mit angewinkeltem Arm in ihrem kaum heizbaren Atelier, das Wissen, dass mein Körper mit den Rundungen der Erwachsenenmodelle nichts gemein hatte und meine Brust seit Jahren nichts als ein Knospen verriet, die Scham, wenn einer ihrer Künstlerfreunde, Gehilfen oder Genossen zum überraschenden Besuch ins Atelier kam, hereinschneien, wohin mit der eigenen Nacktheit? Wir haben als Kinder ihre flammenden Reden über den Kommunismus gehört, sobald ihre Freunde und Bekannten zu Besuch kamen und Publikum waren. Für ihre Künstlerfreunde stapfte sie aus dem Atelier die Treppe hinauf in die Küche, trat sich auf dem feuchten Lappen den Steinstaub von den Sohlen und hängte ihre Arbeitsjacke an den Haken der Ateliertür. Mit wenigen Handgriffen kochte sie etwas, machte Salat. Seit ihren Jahren in Sizilien hatte sie deren Küche zu ihrer gemacht. Es gab gebackene Auberginen mit Kapern und Oliven, Fisch mit Salbei und wilden Kräutern, Fenchelsalat mit Orangen, sobald es solche zu kaufen gab. Und natürlich Chicorée. Uns ließ sie die Flaschen und Speisen, Gläser und Geschirr auf den großen Tisch ihrer Veranda tragen. Spielten wir dort auf der Veranda in der Nähe des Tisches und ihrer Freunde, hieß es, na jetzt verschwindet mal. Wir sollten uns nützlich machen, den Abwasch in der Küche erledigen, das Holz im Hof schichten, das Altglas und Altpapier von der Hintertreppe wegbringen, die Kohlen im Keller stapeln. Wir Kinder waren in ihrem Alltag lästig, nichts nutze. Oft hörte ich sie vergnügt ein Liedchen trällern, wie liebte sie große Gesellschaften und Besuche von Freunden. Mussten wir bei ihr übernachten, so wurden wir in eines der unbeheizten Zimmer vorn im Haus geschickt, wo Steppdecken und borstige Überwürfe aus Kamelhaar und Wolle lagen. Dort froren wir und lagen eng aneinander gepresst, um uns zu wärmen. Für uns gab es kein Abendritual, Schlaflied und manchmal nicht einmal gute Nacht. Für Märchen und Vorlesestunden hatte Inge keine Zeit. Sie war nicht Mutter von Beruf, wie sie immer sagte, an Großmutter nicht zu denken. Keine von uns sollte sie Oma nennen. Die Geschichten zum Einschlafen erfanden wir selbst. Und oft flogen wir in einer Raumkapsel durch das Weltall und dabei stellte ich mir die Kapsel so rund und durchsichtig wie eine Seifenblase vor. Draußen war es unermesslich kalt, in unserer Blase hingegen erträglich, warm und schwerelos, um uns beide nur All und Sterne. Es gab keinen Kontakt zur Erde. Sie tauchte nicht einmal in der Ferne als blauer heimatlicher Planet auf. Wir schmiegten uns aneinander, meist schliefen wir in einem Bett. Stell dir vor, einer ist tot, war ein Gedankenspiel, das wir über Jahre erprobten zur gegenseitigen Vergewisserung. Ich konnte mich oft nicht entscheiden. Meine Zwillingsschwester dachte nicht an Anna, für sie sei in der Vorstellung immer und ausschließlich ich es gewesen, die nicht sterben durfte. Sie habe keine Mutter gebraucht und keine vermisst, sagt sie bis heute. Sie habe mich gehabt. Manchmal malten wir uns gemeinsam das Schlaraffenland aus. Den frühesten nächtlichen Traum, an den ich mich bis heute erinnere, träumte ich in jenem für uns Kinder unwirtlichen Haus meiner Großmutter. Ich träumte, dass ich eigentlich woanders herkam und diese Frauen, die sich Inge, Anna und große Schwester nannten, in Wahrheit eine Räuberbande war. Während des Strohmanns in Wäldern war ich bei einem Haufen Räuberinnen gelandet. Sie waren nicht meine Familie und ich nicht ihr Kind. Vielen herzlichen Dank. Damit halte ich, glaube ich, die halbe Stunde an.
wir haben zu danken. Und vermutlich geht es Ihnen nicht anders als mir. Ich könnte noch stundenlang weiter zuhören, aber die Hausordnung und die Dramaturgie des Abends sieht anderes vor, nämlich, dass Sie jetzt zum Gespräch eingeladen sind, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, zu fragen, zu kommentieren oder was immer im Rahmen bürgerlicher Anständigkeit bewegt, was Sie von Frau Frank gerne wissen möchten. Bitte sehr. Ja, wir halten Ihre Beklommenheit noch länger aus. Manchmal ist es leichter, wenn einer eine erste eine Frage stellt. Da meint sie, dass ich jetzt die Frage stelle. Sie sind die Erste. Ja, ich habe das ja, durchaus kapiert. Ich kenne das Buch, ich kann sogar das Bekenntnis abgeben. Das ist noch nie der Fall gewesen. In der Regel erscheine ich hier unvorbereitet und denke, wird das ja schon irgendwo gut gehen. Welten auseinander habe ich zweimal gelesen und kann mir vorstellen, das würde ich ein drittes Mal auch wieder tun. Was unterscheidet denn was macht Ihr Schreiben so nachdrücklich und so angenehm? Ich habe mir das lange überlegt. Ein anständiger Schriftsteller, eine anständige Schriftstellerin trachtet doch nach schmückenden Adjektiven. Das Ergebnis ist in der Regel furchtbar und grauenhaft. Und Sie nehmen ungeheuer im Erzählton ungeheuer zurück. Sie verdichten und da schwimmt dann nicht das muntere Bächlein durch die, sondern da fließt dann allenfalls der Bach, oder er ist vorhanden, oder es ist so stark reduziert, dass man wissen muss, ohne es gesagt zu bekommen, dass dieses im Raum ist oder jenes. Ist das ganz falsch? Meine Vermutung zu ihren stilistischen Künsten. Naja, es ist immer schwierig, die stilistischen Merkmale selbst zu benennen oder so, ne? Das kann ich nur so annehmen, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Ja, es gibt tatsächlich natürlich einen Wunsch auch der Reduzierung und des Auslassens, gerade dort, wo es um schwierigere Dinge und auch zwischenmenschliche Dinge geht, die uns für gewöhnlich sehr schnell so psychologisieren lassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich besonders fürchte in Texten, in denen es um Menschen geht, dass an der Textoberfläche viel psychologisiert wird. Also natürlich ist das, was ein Schriftsteller erzählt in seinem Roman oder Buch, in seinem Text, natürlich geht das ins Innerste und zielt das ins Innerste, aber es beschreibt nicht weder mit Adjektiven noch psychologisierend, emphatisch, was der Leser zu denken und zu fühlen hat.
das führt mich oft dazu, dass ich es vorziehe, deskriptiv zu schreiben, was mir dann früher manchmal auch als sehr kühl oder unterkühlt unterstellt wurde. Aber ich denke, dass es eher eine stilistische, ein stilistisches Anliegen ist, eben den Leser so wenig zu bevormunden, wie ich selbst als Leser auch bevormundet werden möchte. Und auch im Denken es mich einschränken würde, wenn ich erklärt bekäme, wie ich jetzt fühlen oder denken muss. Gehen Sie ähnlich vor wie Ihre Großmutter mit dem Stein, die ständige Reduktion, bis die Kernaussage in der reinstmöglichen Form hervortritt? Ja, ist vielleicht eine vergleichbare Arbeit, stimmt. Wobei natürlich immer auch etwas passieren kann, etwas Unvorhergesehenes. Also beim Stein zum Beispiel, gerade beim Sandstein, passieren oft Abbrüche an Stellen, die höchst bedauerlich sind und die Figur am Ende etwas anders erscheinen lassen. Ein Gesicht, eine Hand, einen Fuß anders aus dem Stein hervortreten lassen, weil der Stein an einer empfindlichen Stelle zuvor unvorhergesehen weggesprungen und gebrochen ist. Und ähnlich kann es bei einem Text auch passieren, dass Dinge unvorhersehbar geschehen. Und das Schöne am Text ist natürlich, wir haben Zeit und wir können, also wir Schriftsteller, nicht das Majestic We, das Royale We, wir können wieder und wieder überarbeiten. Und das mache ich zum Beispiel auch in während der Arbeit an einem Buch, bearbeite ich meistens morgens in den ersten 1-2 Stunden, überarbeite ich zunächst das, was ich am Vortag geschrieben habe. Der Unterschied zur Bildhauerin ist natürlich auch der, man kann es wiederherstellen, schriftlich, wenn man zu viel, aber wenn die Nase ab ist, dann hat die Figur ja ein unheilbares Problem. Wie viel Zeit hat denn eine Schriftstellerin, braucht sie, wie viel Zeit hat sie, denn es kommen dann immer die dummen Fragen der Moderatoren, der Journalisten, wie lange haben sie an diesem Buch gearbeitet, und dann sagen sie, ja, 10 Jahre, aber in Wirklichkeit sind es natürlich, der reinen Zeit nach, sind es nur 3. Also das ist natürlich die dämliche Frage, die muss man nicht stellen. Aber Sie sind Hellseher. Genau so hätte ich jetzt geantwortet. Das tatsächliche Problem entsteht doch dann, man hat ja Partner, nämlich der Verlag. Und der Verlag muss ja jetzt heute wissen, spätestens heute wissen, wie der Titel Ihres Buches, das seit 5 Jahren verabredet ist, das aber auf der nächsten Frühjahrsbuchmesse da ist. Sie sind aber noch nicht ganz so weit, aber der Verlag bedrängt Sie ungeheuer. Das muss heute, spätestens übermorgen, muss das sein. Sie möchten den Text auch noch einmal in Ruhe, vielleicht irgendwo in der Eremitage, ungestört von allen möglichen anderen Leuten, noch einmal insgesamt durchgehen, wissen nicht, wie viel Zeit sie dazu brauchen, um zu wissen, ob er stimmt. Aber das Lektorat sagt, tut uns schrecklich leid, der muss in 3 Wochen in die Produktion, und ob sie jetzt, na, vielleicht werden bedeutende Literatinnen da besser behandelt. Ich fürchte allerdings nicht. Sondern die Regel ist im Verlag, es heißt ja, am so und so vielten muss das Buch
in der Auslieferung sein. Das bedeutet am so und so vielten in der Druckerei. Vorher müssen wir es aber noch durchs Lektorat. Neuerdings gibt es auch noch ein Korrektorat, was immer das sein mag. Ich habe es nie rausgekriegt. Jedenfalls, irgendwo, irgendwann hat man nicht mehr die Zeit und die... Zum Glück hatte ich die Zeit mit dem Buch. Dank mehrerer Umstände. Der erste Umstand war, dass der Verlag tatsächlich dringend und sehr gerne ein neues Buch wollte und ich tatsächlich 5 Jahre zuvor schon mal dachte, ich bin fast so weit und hatte einen Roman angefangen, mit dem ich scheiterte. Auf den Roman warteten sie dann eine ganze Zeit und irgendwann wurde ihnen klar, dieser Roman kommt nicht mehr. Oder zumindest nicht jetzt und nicht gleich. Und ich hatte sie dann immer wieder vertröstet, weil ich den Eindruck hatte, der Roman taugt nicht so, wie ich ihn angelegt und angefangen hatte. Und dann habe ich mir selbst, um mir das Leben zu erleichtern, einen weiteren Umzug veranstaltet, der meine Unkosten, meine monatlichen, um mehr als die Hälfte reduzieren sollte, sodass ich bescheiden weiter an dem nächsten Buch schreiben konnte. Und erst in dieser neuen Wohnung, in dieser neuen, viel kleineren und günstigeren Wohnung und unter diesen neuen Umständen, und die Kinder waren in der Zwischenzeit erwachsen geworden, meine Kinder sind beide jetzt erwachsen, also die Tochter ist während des Schreibens an Welten auseinander erwachsen geworden. Das war auch mit einer Erleichterung, um dieses Buch auch schreiben zu können. Ich glaube, solange ich Kinder im Haus hatte, die von mir abhängig sind und in meinem sozialen, mütterlichen Radar dann eben doch, also den ich im Gegensatz zu meiner Mutter und meiner Großmutter sehr ausgeprägt habe, solange ich immer noch in diesem halben Radar die beiden Kinder herumlaufen hatte, wäre es mir nicht möglich gewesen, ein solches Buch zu schreiben. Und die Arbeit daran dauerte tatsächlich, würde ich sagen, etwa 3 Jahre. Mehr oder weniger, wobei 10 Jahre zuvor, das sind alles Vorarbeiten, ja. Und auch das noch nicht einen solchen Stoff, noch nicht ein solches Buch zur Erforschung von Gedächtnis und Erinnerung schreiben zu können, gehört schon zu der Arbeit dazu. Auch. Natürlich, die Forschungsarbeit also geht ja Tag und Nacht. Insofern hatte ich dann alle Ruhe der Welt, weil der Verlag rechnete mit gar nichts mehr. Und als ich eines Tages kam und sagte, es gibt jetzt einen Text, der ist aber sehr eigenartig und ganz anders als die Romane, an die ihr vielleicht gedacht habt oder auf die ihr hofft, guck es dir an, zu meinem Lektor sagte. Und er die erste Version, muss man jetzt sagen, las, war er sehr begeistert und wollte schon gleich den Veröffentlichungstermin auf 9 Monate später legen. Und dann sagte ich ihm, bat ich ihn nochmal zu warten und vielleicht doch eine Saison später anzusetzen, weil ich spürte, ich muss dieses Buch umarbeiten. Und dann habe ich eine zweite Version geschrieben, in der ich manche Figuren verändert und auch manches gestrichen und anderes ergänzt habe. Die Dramaturgie noch mal etwas verändert habe. Ich habe Sie im Verdacht, dass Sie eine höchst disziplinierte Arbeiterin sind. Ja, stimmt. Auch wenn das jetzt, Sie versuchen das Gegenteil darzustellen, also dauert und lange 10 Zeit. 10 Jahre und Müßiggang geht, und nichts tun. Aber das ist ja doch auch, wenn man dem Verlag sagt, oh, geht noch nicht, bleibt ja trotzdem der innere Druck, man weiß es ja dann ziemlich genau als Erzeuger eines Textes,
Das braucht noch so lange. Das heißt, ich muss jeden in der nächsten Zeit, jeden Morgen da sitzen. Genau. Und genau, also das ist tatsächlich auch vielleicht mit anderen Ritualen als bei Ihnen oder bei meiner Großmutter, wo zuerst der Hund morgens raus musste und sie dann ihren Käfirpilz abgegossen hat und andere Rituale gemacht. Bei mir ist das etwas anders, weil ich tatsächlich in intensiven Phasen des Schreibens unmittelbar nach dem Aufwachen, ich trinke Tee. Ich trinke ganz viel Tee morgens und nach der ersten Kanne Tee fange ich an. Und das ist aber in den letzten Jahren oft dann auch schon früh um 6, weil ich da die größte Ruhe empfinde und die größte Unabgelenktheit und Konzentriertheit auch habe. Und dann erst ab mittags mich den alltäglichen und den Kommunikations- und eher administrativen oder Haushaltsdingen widme. Und dann am Nachmittag und Abend nochmal einige Stunden arbeite. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir verstehen uns ganz gut, denn meine Frage wäre gewesen, vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück? Frühstück esse ich tatsächlich nicht. Ich habe das vollkommen, Sie auch vollkommen, denn es würde mich total beschweren, also das brauche ich nicht. Würde mich einfach nur beschweren und wahrscheinlich müde machen, wenn ich morgens frühstücken würde. Aber jetzt ist Ihnen vielleicht doch noch mal etwas eingefallen. Bitte sehr. Nein, glaube, Sie brauchen es auf jeden Fall für die. Stream. Es gibt ja noch mehr Zuhörer und Zuschauer, als hier im Saale sitzen. Erstmal möchte ich mich bedanken. Nicht für dieses, habe ich noch nicht gelesen, aber für die Mittagsfrau. Das hat mich ganz doll berührt, weil es auch mich ein bisschen betrifft. Aber nun zu Ihren Figuren habe ich eine Frage. Also, so wie ich das oft gehört habe, weiß der Romancier gar nicht so richtig, wie seine Figuren kommen werden. Also die kommen, habe ich schon oft gehört. Also nein, ich weiß gar nicht, wie der sich entwickelt oder die sich entwickelt, die Figur. Also ich werde mal sehen. Bei Ihnen scheint das anders zu sein, weil Sie ja Ihre historischen Figuren haben. Die sind einfach mal schon da. Wie ist das? Bei diesem Buch gibt es tatsächlich historische Figuren, die ich vor Augen habe. Und trotzdem werden sie ja im Text so oder anders entwickelt. Und bei den fiktionalen Büchern, also bei der Mittagsfrau, da habe ich die Figuren tatsächlich imaginiert. Also das sind innerlich entwickelte Figuren, die ich aber trotzdem auch vor dem Schreibbeginn oft schon so stark mir vorstellen kann, dass ich sogar nachts von ihnen manchmal träume und sie in Träumen auftauchen. Also das ist schon eine Vorarbeit der Imagination. Ich gehöre nicht zu den Schriftstellern, gibt es manchmal solche, die ganze Dossiers von Biografien und Hintergründen für ihre Figuren schreiben, für die erfundenen Figuren erschreiben, ohne dass die dann im Roman eine Rolle spielen. Das mache ich nicht, sondern die Figuren entwickeln sich schon mit dem Text und mit der Geschichte, mit der Stimme, die sie in dem Text haben. Ja. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Geht das? Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite. Mich würde interessieren, ob beim autobiografischen Schreiben es ein Problem ist oder eine Schwierigkeit, was man erzählt und was man weglässt. Finden Sie das, also ist das schwierig, die Auswahl zu treffen? Und wie entscheidet man das? Es ist in vielen Bereichen ganz leicht, dann, wenn es notwendig oder wenn es eine Unbedingtheit gibt, warum
über bestimmte Ereignisse, Erfahrungen, Erinnerungen oder Erfindungen geschrieben werden muss. Beim autofiktionalen Schreiben weniger Erfindungen natürlich. Aber diese Notwendigkeit, die ergibt sich aus dem Erzählanliegen. Also wenn ich in einem solchen Buch Brüche im Leben, Verluste, Veränderungen, auch Umdeutungen bestimmter Erfahrungen thematisiere, dann ist es natürlich wichtig, auch diese Brüche zu erzählen von diesen Brüchen. Aber es gibt andere Dinge, die müssen währenddessen nicht zwingend erzählt werden. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber ich habe mich aus diesem Grund, dass ich wusste, es wird ein autofiktionales Buch, das auch als Autofiktion gelesen und verstanden wird, zurückgehalten, zum Beispiel die weiteren Entwicklungen meiner Schwestern zu erzählen, mitzuerzählen, weil ich es unangemessen gefunden hätte, deren Leben, deren Erfahrung aus meiner Perspektive zu schildern. Natürlich gibt es bestimmte Erfahrungen, die hier auch aus gemeinsamer oder aus meiner Erinnerung geschildert sind, aber es stünde mir nicht zu und braucht der Text, glaube ich, auch nicht, die vermuteten Geschichten der anderen zu erzählen. Dafür kann man dann eher wieder in die Fiktion gehen und einen Roman schreiben, wenn man die Geschichten der anderen erzählen will. Ja. Eine Frage könnte noch gestellt werden. Bitte sehr. Sie haben von der Scham gesprochen. Wenn Sie von der Scham schreiben, umschreiben Sie, glaube ich, sehr. Ja, genau. Verlieren Sie die Scham dann, die Sie vielleicht, wenn Sie die Ihre meinen, deutlich machen? Ist die dann weg oder? Ja. Nein. Also ich bin auch unsicher, ob ich wirklich umschreibe. Also gerade in dieser Atelier-Szene benenne ich ja zum Beispiel Körperteile und ohne sie jetzt auszuweiden und meinen Blick da ranzuheften und nun meinetwegen die Geschlechter oder die Haare nun im Einzelnen en Detail zu erzählen und trotzdem beschreibe und erschreibe ich eigentlich auch in dieser Situation eine solche Schamsituation, zumindest der Jugend, in der ich als Modell der Großmutter ganz normal, sie selbst, das wird auch gerade in dieser Passage deutlich, sie hatte mit ihrer eigenen Nacktheit überhaupt keine Probleme, auch mit der Nacktheit ihrer Modelle oder ihrer Enkelinnen überhaupt nicht. Aber die Enkelin hatte sehr große Schwierigkeiten mit dieser Nacktheit, ohne dass es diese Scham mit der Großmutter teilen konnte oder von der Großmutter darin geschützt worden wäre oder irgendetwas. Und das ist schon eines der Beispiele, in denen es um Scham geht, aber das ist jetzt eine reine körperliche Scham. Es gibt ja auch viele Schammomente und Motive, die ich auch hier verfolge, die sich eher aus Handlungen und vielleicht sogar aus Gedanken allein entwickeln. Wir sind am Ende eines, wie ich finde, ungemein spannenden Nachmittags. Ganz herzlichen Dank an Sie,
nicht nur, dass Sie das Buch geschrieben haben, sondern wie Sie es geschrieben haben und wie Sie es uns jetzt vorgetragen und erläutert haben. Also das hat jetzt Ihre Frage, jetzt glaube ich, den Bogen noch einmal gespannt und geschlossen. Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf das nächste Buch, ohne jetzt zu drängen und zu fragen, wann das denn endlich da ist. Ganz herzlichen Dank allen, guten Heimweg und auch denen, die uns erst in 3 oder 4 Tagen bei über Livestream ansehen und hören. Ebenfalls alles Gute, auf Wiedersehen. Danke Ihnen. Schönen Abend.